Name ist Wolfgang Höschele. Ich bin ein Geograf, Deutscher, arbeite in den USA. Weil ich in den USA arbeite und lebe, publiziere ich eigentlich auch alles auf Englisch. Daher sind diese Folien jetzt auch auf Englisch, aber ich werde sie hier auf Deutsch vortragen. Diese Folien sind von einem Vortrag, den ich vor fast einem Jahr gegeben habe in Barcelona. Vom Thema her ist es immer noch das Gleiche. Ich werde dann aber überleiten in eine Webseite, wo wir gerade dabei sind, die aufzubauen. Die existiert seit Februar. Da ist noch sehr viel zu tun. Aber ich kann da dann schon darstellen, was wir schon gemacht haben und was wir noch mehr machen wollen, um eine Wirtschaft der Lebensfülle zu helfen, eine Wirtschaft der Lebensfülle zu realisieren. Also der englische Ausdruck hier ist Economics of Abundance. Ich finde, es klappt am besten auf Deutsch mit Lebensfülle. Man spricht also oft, wenn man so von Fülle spricht, dann denkt man so an Überfluss und so. Und das ist nicht unbedingt das, was ich da bezwecke, sondern eher eben die Fülle des Lebens. Das ist die Fülle des menschlichen Lebens und auch die Fülle des Lebens auf diesem Planeten, der Vielfalt der Arten, der Pflanzen und Tiere, die ökologische Vielfalt, die Vielfalt des Lebens, das nicht unbedingt als von Wissenschaftlern als Leben bezeichnet wird, die Lebendigkeit des Planeten, sagen wir mal. Also, die ganze Sache geht aus von einer Kritik. Einer Kritik unserer gegenwärtigen Wirtschaftsform, die ich als eine Wirtschaft der Knappheit bezeichne. Warum ist das eine Wirtschaft der Knappheit? Die herkömmlichen Definitionen der Wirtschaft bezeichnen die Wirtschaft sehr oft als die Wissenschaft der Verteilung knapper Güter oder der effizienten Verteilung knapper Güter. Das baut auf der Annahme auf, dass Güter an sich knapp sind. Oder zumindest, dass die Güter, die interessant sind, um die wir uns kümmern müssen, dass die knapp sind. Diese Annahme, also im Prinzip alle Ressourcen werden als knapp angesehen, diese Annahme fußt auf weiteren Annahmen, zum Beispiel, dass die Menschen unersättlich seien. Diese Unersetzlichkeit wird tatsächlich erst hergestellt. Aber in unserer gegenwärtigen Wirtschaftsform sind Ressourcen nur dann wertvoll, wenn sie knapp sind. Die Luft zum Beispiel ist reichlich vorhanden, hat aber keinen wirtschaftlichen Wert, weil sie nicht verkauft werden kann. Weshalb kann sie nicht verkauft werden? Weil sie nicht knapp ist. Weil jeder unmittelbar Zugang zur Atemluft hat. Wenn die Luft verknappt würde, dann würde sie zu einem wirtschaftlichen Gut und das würde zu Wirtschaftswachstum beitragen. Das heißt, dass es einen Anreiz gibt, Güter zu verknappen. Dadurch erzeugt man Wirtschaftswachstum. Und ich argumentiere nun, dass diese Verknappung nicht dem Zufall überlassen wird, sondern dass es Knappheit erzeugende Institutionen gibt. Nun einige Beispiele. Formen des Eigentums, die
Menschen ausschließen, die eigentlich an diesem Besitz teilhaben sollten. Zum Beispiel die großen landwirtschaftlichen Unternehmen, wie zum Beispiel in der Kolonialherrschaft, wo ein einzelner Mensch eine Riesenländerei besitzt, die Leute, die eigentlich auf dem Land arbeiten, werden von dem Besitz herausgehalten und können deshalb ihr Lebensunterhalt hängt davon ab, dass sie bezahlt werden, aber sie haben keine Möglichkeit, wirklich mit dem Landbesitzer zu verhandeln, weil die Alternative ist, dass sie verhungern, wenn sie nicht angeheuert werden. Für den Besitzer ist die Alternative, dass er jemanden anderen anheuert. Fabriken in Privatbesitz und Unternehmen und so, die sind eigentlich auf dem gleichen Prinzip aufgebaut. Also das Eigentum an den Produktionsmitteln gehört den Eignern der Fabrik und so weiter. Die Arbeiter haben keine Rechte an den Produkten ihrer Arbeit. Die gehen ins Eigentum des Fabrikbesitzers, anstatt dass es einen genossenschaftlichen Besitz gibt, zum Beispiel. Bei Patenten und anderen Besitzrechten im intellektuellen Bereich wird eine Knappheit hergestellt. Also im Prinzip kann man seinen Besitz, sein Wissen an andere mitteilen und dadurch verliert man nicht an Wissen. Also Wissen ist eigentlich kein knappes Gut, braucht nicht knapp zu sein. Es wird aber knapp gemacht, damit dann die Leute, die dieses Wissen monopolisieren, dadurch größere Profite erzielen können. Es geht dann auch um Einhegungen der Allmenden oder der Commons, zum Beispiel Fischereien, aber auch Weideland oder allen möglichen anderen Besitzrechten, wo dann statt dass die Fischer untereinander aushandeln, wer wie viel fischen darf, damit die Fischbestände eben bestehen bleiben. Stattdessen werden eben die meisten Fischer einfach außen vor gelassen und nur wenige können dann die Fischerei monopolisieren. Monopole, also klassische Monopole, sind auch Knappheit erzeugende Institutionen. Außerdem zähle ich da radikale Monopole, das ist ein Begriff von Ivan Illich. Da sind zum Beispiel Städte, die auf Autos ausgerichtet sind, wo Mobilität dann gleichbedeutend wird mit dem Besitz eines Autos. Mobilität wird dadurch sehr viel teurer und die Leute, die kein Auto erstehen können, die werden dann stark eingeschränkt in ihrer Mobilität. Dieses
Medizin und also vor allem also das Gesundheitswesen, wo das immer auch wieder von großen Institutionen abhängt. Ich habe da einfach die Pharmaindustrie benannt da. Es geht aber auch um, wie medizinisches Wissen monopolisiert wird. Ausbildung, wo dann die Bildung eben auch in bestimmte Kanäle gelenkt wird und man nur als gebildet betrachtet wird, wenn man eine Ausbildung von einer Uni oder also einer Fachhochschule oder was auch immer erhalten hat, wenn man sich das Wissen selber erarbeitet hat, dann zählt das nicht. Oder jedenfalls sehr viel weniger. Und außerdem unser Geld, das von Zentralbanken hergestellt wird, wo die Zentralbanken und die Regierungen dann auch die Regeln bestimmen, durch die das Geld in Umlauf geht. Und diese Regeln sind so beschaffen, dass ganze Länder kein Geld mehr haben können. Und es gibt dann Riesenarbeitslosigkeit, wie zum Beispiel in Griechenland oder in Spanien und so weiter. Also das ist das Geldsystem, das diese Knappheiten erzeugt. Außerdem unsere Energieerzeugung, die auch von wenigen Unternehmen monopolisiert wird. Kohle, Erdgas und Erdöl eignen sich Nuklearkraft eignen sich sehr für eine Monopolbewirtschaftung. Einer der Vorteile der erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Solar- und Windenergie, ist, dass sie dezentral erzeugt werden können in kleinen Anlagen, wo jeder Ort sich selber versorgen könnte. Außerdem hierarchische Strukturen, also ob das nun um Gender oder Rassismus und sowas geht, also dass die eben in der sozial niedrigeren Stellung sind, dann abhängen von denen, die sozial höher stehen, um an alle möglichen Ressourcen zu kommen. Unser Wirtschaftssystem erfordert andauerndes Wachstum, um als gesund angesehen zu werden. Ohne Wachstum gibt es hohe Arbeitslosigkeit, aber ein Wirtschaftssystem kann nie unendlich wachsen, weil das Wirtschaftssystem nur ein kleineres System innerhalb des größeren ökologischen Systems ist. Das ökologische System wächst nicht über die gegenwärtige Größe hinaus. Der Planet ist nur von einer bestimmten Größe. Das heißt, die Wirtschaft wird auf jeden Fall auf ihre Wachstumsgrenzen stoßen und das heißt, dass um realistisch zu wirtschaften, müssen wir ein Wirtschaftssystem entwickeln, das eine optimale Größe erlangen kann und dann nicht mehr zu wachsen braucht. Also, wenn wir dann auf eine Wirtschaft der Lebensfülle gehen, die Lebensfülle ist also die Bedingung, dass alle Menschen, egal wer sie sind, Leben als Lebenskunst leben können. Ich kann da auch noch etwas weiter drauf eingehen. Dass eine Vielzahl von eine Vielfalt von Pflanzen und Tieren auch gut leben können.
Ja, ich gehe mal nicht so auf die Lebenskunst ein. Das ist auch eine Philosophie, die Menschen als Individuen innerhalb einer Gemeinschaft ansehen. Der Eigennutz greift zu kurz. Wenn man sich wirklich selber nützen will, dann muss man auch den Menschen um sich herum nützen. Das eine geht nicht ohne das andere. Also manche speziellen Wege der Wirtschaft der Lebensfülle sind dann andere Formen des Eigentums. Also zum Beispiel genossenschaftliches Eigentum an Fabriken und Produktionsmitteln, die Commons im weiteren Sinne. Das eigentliche Prinzip ist, dass bei Ressourcen, die wir nicht hergestellt haben, natürlichen Ressourcen, kann niemand hat niemand ein größeres Anrecht darauf als andere, weil niemand diese Ressourcen erzeugt hat. Das wäre ein Grund für die Commons, wo alle also ein ähnliches Anrecht auf natürliche Ressourcen haben. Bei Ressourcen, die wir selber hergestellt haben, da geht es dann darum, dass alle, die zu der Herstellung oder zur Erhaltung dieser Ressourcen beitragen, einen Teil des Anrechts auf diese Ressource haben, die in einer Proportion steht zu dem, was sie da beitragen. Allgemein ist das etwas schwer darzustellen, es ist am besten mit Beispielen darzustellen. Es geht dann um statt Monopole eben auch Gemeinschaften oder Netzwerke oder ihre eigene Subsistenz aufbauen können praktisch durch Zusammenarbeit. Wenn wir von radikalen Monopolen sprechen, dann zum Beispiel Stadtplanung, die nicht motorisierte Form des Verkehrs begünstigt, wo es also einfacher ist, als zu Fuß, mit dem Fahrrad und so weiter herumzukommen. Gesundheitswesen, das mehr auf die Patienten selber aufbaut und auf eine Umwelt, die eine gesunde Umwelt. Eine größere Vielfalt an Bildungswegen. Verschiedene Arten des Tausches und des Austausches, die von Gemeinschaften selber aufgebaut werden können, wie es denen am besten passt. Dezentrale Erzeugung erneuerbarer Energien. Insgesamt geht es um die Förderung horizontaler Verbindungen und nicht der hierarchischen Strukturen. Verbindungen und Relationen, die für beide Seiten positiv sind. Ähm,
soweit wir von Wachstum sprechen, dann geht es darum, dass die Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden und auch die Bedürfnisse anderer Tiere und Pflanzen. Und dass wir Ressourcen auf nachhaltige Weise verwenden. Also jetzt, es gibt alle möglichen Initiativen, die solche Sachen machen. Oft sehen die sich als isoliert gegenüber dem Riesen, wie dem Koloss von Rhodos, so was. Und also mein Anliegen ist jetzt, bessere Netzwerke zu schaffen, damit all diese verschiedenen Gruppen und Individuen, die alle möglichen verschiedenen Dinge machen, dass die sich besser vernetzen können und also besser gegenseitig unterstützen können. Es ist eine Webseite, die wir aufgebaut haben, wir, das heißt ich und verschiedene andere Personen, die uns selber vernetzen. Ich sitze in den USA, andere sitzen in Barcelona oder sonst wo in Europa oder sonst wo in den USA, die jetzt gerade intensiv an dieser Webseite arbeiten. Das ist eine Kombination eines sozialen Netzwerkes, wo es also Mitglieder gibt, die sich austauschen können, die einander schreiben können, die Dokumente erstellen können. Also das ist unter den Members. Das ist alles auf Englisch, aber ich hoffe, dass wir das auch auf anderen Sprachen aufbauen werden. Ich bin da zum Beispiel gerade da als Mitglied. Kann man also an andere Leute schreiben. Man kann sein Profil erstellen mit Informationen über sich selber. Das ist also da alles. Man kann Freunde haben, denen man schreiben kann und so. Man kann Gruppen bilden. Zu denen dann eben andere Leute dazukommen können. Man kann andere Leute zu den Gruppen einladen, man kann Foren bilden und Dokumente erzeugen. Also Dokumente, die dann von allen Gruppenmitgliedern weiterentwickelt werden können. Diese Funktionen sind eben nur für Mitglieder, aber für alle Nutzer des Internets bauen wir ein Wiki auf. Das nennt sich NORA, für Needs, Organizational Forms and Resources for Abundance. Der Grundgedanke ist, dass wir für jedes Bedürfnis Wege finden wollen, wie dieses Bedürfnis erfüllt werden kann für alle Menschen und wo es um Bedürfnisse der Tiere und Pflanzen geht, eben auch für diese Bedürfnisse, dass jede Ressource nachhaltig genutzt werden soll. Und diese beiden Sachen können nur durch angebrachte Organisationsformen zusammengebracht werden. Und die dominanten Organisationsformen heute sind solche, die oft die Bedürfnisse nicht befriedigen oder nur die Bedürfnisse einer geringen Anzahl von Menschen befriedigen und die Ressourcen nicht nachhaltig nutzen. Wir müssen also neue Organisationsformen entwickeln, die auf jedes Bedürfnis und auf jede Art der Ressource angepasst sind. Und in allen möglichen Kombinationen und in anderen geografischen Lagen, in anderen Kulturen und so weiter. Also
Es gibt da niemals eine Antwort für alle möglichen verschiedenen Bedürfnisse in verschiedenen geografischen Regionen und für verschiedene Ressourcen. Also wenn man sich dann zum Beispiel die Bedürfnisse anschaut, da haben wir eine bestimmte Zahl da, dafür gibt es noch nicht überall Seiten, wo das dann weiter ausgeführt wird. Aber zum Beispiel Ernährung ist natürlich ein Grundbedürfnis. Da geht es dann erstmal darum, einen Kontext zu anderen Bedürfnissen und Ressourcen und Organisationsformen herzustellen. Also zum Beispiel, um Nahrungsmittel zu erzeugen, braucht man Land und Wasser und so weiter. Die anderen Bedürfnisse und Ressourcen und so weiter, die haben dann auch verschiedene Effekte auf die Nahrungsmittel oder die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Also zum Beispiel braucht man eben nicht nur Nahrung, sondern auch Wasser, das sauber sein muss. Und wenn das Wasser verschmutzt wird, dann wird die Ernährung auch, das Essen auch verschmutzt, solche Sachen. Also hier sind dann andere Ressourcen, also man braucht Land, man braucht die Luft und Sauerstoff und so weiter, Wasser, Energie, die Lebewesen. Ich habe da besonders Bienen aufgeführt, wegen Bienensterben. Und dann einige Ausführungen, um zu verstehen, also die gegenwärtigen Muster oder von Knappheit und Fülle zu verstehen. Warum haben so viele Leute nicht genug zu essen? Warum haben andere zu viel? Und es geht dann zum Beispiel um Eigentum des Landes und solche Sachen. Dann geht es zu Methoden, größere Lebensfülle herzustellen. Das ist hier eine Liste. Zu den meisten dieser Begriffe steht da jetzt noch nichts weiter. Aber zum Beispiel das Urban Farming ist da angeführt. Dass man also in der Stadt Landwirtschaft betreiben kann. Das kann besonders für arme Städter sehr nützlich sein, dass die selber Lebensmittel herstellen können. Das ist eine Seite, die von einer meiner Studentinnen erstellt worden ist. Da sind dann einige Beispiele von urbaner Landwirtschaft in Südafrika und in den USA. Es gibt dann auch weitere Links. Ach komm. Ja. Wo es entweder auf speziellere Themen innerhalb der urbanen Landwirtschaft eingegangen wird oder eben externe Webseiten, wo man dann mehr erfahren kann. Zum Beispiel hat die Stadt Toronto ein sehr aktives Programm für urbane Landwirtschaft. Da sind auch alle möglichen Ressourcen da mit dabei in der Webseite. Wir wollen also nicht duplizieren, was andere schon sehr viel besser machen, als wir machen können.
Und dann gibt es auch Literaturangaben. Also die ganze, insgesamt soll das ein Wegweiser sein, dass man die Wissensressourcen besser finden kann, wie man mit jedem Bedürfnis und jeder Ressource umgehen kann und was für Organisationsformen man dazu braucht. Das ist als Wiki aufgestellt, dass es also Menschen aus x Initiativen da Daten erstellen können. Da ein paar Leute, die diese Webseite aufbauen, das unmöglich alles wissen können. Also wir hoffen, dass das zu besserer Vernetzung beitragen wird und auch der Darstellung bieten, also wir dadurch darstellen können, dass es Wirtschaftsalternativen gibt, die nicht nur punktuell dieses oder jenes Problem lösen können, sondern eine Gesamtwirtschaft aufbauen können. Ja. Ich habe gleich eine Detailfrage. Man sollte irgendwie sich einen Weg überlegen, dass der Namespace sichtbar wird. Also es gibt ja im Wiki nur einen Namespace, nämlich einen englischen, diffusmäßig, aber es sollen ja dann auch in anderen Sprachen solche parallelen Systeme hier drinnen entstehen. Ja, also es ist zum Beispiel ein commonsabundance.de oder .at oder so etwas geben könnte. Aha, das heißt, es wird dann grundsätzlich innerhalb eines anderen sozialen Netzwerks sein. Ja, wir haben uns das noch nicht völlig total durchgedacht. Ja, man könnte natürlich auch, also zum Beispiel commonsabundance.de.net oder so etwas haben, also als Subdomain. Ja, das ist natürlich enorm nützlich, wenn man dann eben auch auf anderssprachige Ressourcen eventuell zurückgreift. Ja, ja, ja. Nicht so wie bei Wikipedia einfach ohne Bezug vor sich hinarbeitet, sondern eigentlich auch immer schaut, was tun denn die anderen. Ja, ja. Vorhin erwähnt die Geschichte, dass die von der Knappheit und dass die Luft wirklich im Prinzip im Überfluss sozusagen da ist. Aber es gibt jetzt die Bestrebung, genau das jetzt eigentlich immer zu hindern. Ja. Wasser, ich will es ja schon relativ intensiv versuchen. Der Luft ist ja im Prinzip über den Sicherheitsspalten möglich. Man sagt, okay, jeder, der so zu viel atmen, muss so zu viel zahlen. Also quasi für die Atmung zahlen. Das, das sind die ganzen CO2-Spalten, die jetzt gerade eingeführt werden weltweit. Also es geht genau in die Richtung rein. Also bis jetzt Wasser war noch bis jetzt noch Luft. Und Essen war auch zum Gebäude zum Teil noch quasi free. Aber das kann dem im Prinzip teilweise überlegt wird, ja. Saatgut im Prinzip natürlich zu illegal zu machen. Also wir werden entweder in die Illegalität gedrängt oder was man gezogen. Aber wahrscheinlich geht eher das Ganze in Richtung Illegalität, wir werden auf der zweiten oder dritten Level von Gesellschaft haben, wo quasi komplette riesige, ich würde sagen, die größten Teile dann der Menschheit dann auf dem sogenannten Untergrund leben, zu diesen legalen Untergrund. Ja, ja, das ist eben die gleiche Logik, das Saatgut, das zu verknappen. Bauern haben seit Menschengedenken Saatgut getauscht. Während Bauern das gemacht haben, gab es immer mehr verschiedene Sorten, also tausende Sorten von Äpfeln, tausende Sorten von Getreide und so weiter. Also das hat Innovation gefördert. Ja? Jetzt wird Innovation so eng gedacht,
Also Innovation ist nur, wenn ein Saatgutunternehmen eine neue Sorte entwickelt, die sie irgendwie genannt hat. Und das ist ein Prozess, der so viel Geld erfordert, so Rieseninvestitionen, also mit genetischer Manipulation und so weiter, dass die das nur als Geschäftsmodell realistisch umsetzen können, wenn sie den Bauern verbieten, das Saatgut selbst zu erhalten und das tauschen. Ist, das Interessante, oder wie soll man es bezeichnen? Interessant eigentlich ist es fast lustig, weil was passiert natürlich logischerweise? Die Leute werden natürlich jetzt illegalisiert und es wird logischerweise damit nicht mehr legal, dieses Saatgut in das Angebot, dass es wird im Prinzip mehr und mehr von der sogenannten Wirtschaft oder von BIP oder was immer im Prinzip illegal sich abspielt. Das heißt, der Industrie oder der Politik bricht im Prinzip einerseits der Markt dadurch weg, die Kunden und auch das Volk, so wie es in der EU ja gibt, die angeblich auch, wenn wir hätten gesagt, Demokratie, wo das Volk irgendwie herrscht, aber es gibt ja niemanden im Volk, der das Ganze mobil. Und es gibt ein paar Leute, die sagen, ja, wir haben jetzt ein Volk, das Volk kümmert sich nicht mehr darum, was da wirklich passiert. Ja. Mit der Wirtschaft passiert es ja genauso. Man sieht es ja halt überall, dass die, man, Internet ist ja noch vielleicht ein besseres Beispiel. Bis vor kurzem haben wir auch Internet gehabt, wo es eigentlich so etwas wie eine Netzneutralität gegeben hat und so weiter. Und aber so Konzerne wie Facebook oder Twitter sind ja im Prinzip schon derartig überwacht und durchorganisiert, dass sie im Prinzip die komplette Menschheit inzwischen davon ja schon wieder absentieren und im Prinzip in die Datennetze reingehen. Das heißt, wir haben zwar jetzt 1 Milliarde Leute auf Facebook, aber man auf MySpace hat man vor kurzem auch noch 1 Milliarde gehabt und dann war es vorbei plötzlich. Das heißt, das Volk, die Benutzer, die Konsumenten, wie man das bezeichnen wollen, werden durchs illegal, durch diese extreme Ausnutzung der Ressourcen, durchs Verknappen der Ressourcen, nicht gezwungen, die Ressourcen, die knappen, dann zu kaufen, sondern zwingt die Leute, ein neues Wirtschaftssystem damit aufzubauen. Das ist eigentlich das, was da passiert, ganz konkret. Ja, ja. Das ist aber meiner Meinung nach nicht beabsichtigt, dass man die Leute im Prinzip in zwei oder drei Untergrund-Economies hineinzwingt, sozusagen. Weil es bleibt ja im Prinzip dann ein Markt ohne Kunden dadurch über. Ja, das ist für die Wirtschaft die Gefahr, dass sie das zu weit treiben. Sie haben es ja schon übertrieben. Ja. Was ist passiert? Griechenland ist ja so ein wunderschönes Beispiel. In Griechenland ist ja genau das, passiert endlich das, wo man seit Jahrzehnten sagen wir, so dem nachhaltiges Wirtschaften, diese ganzen Sachen, wovon wir reden, das wäre doch eine tolle Idee. Und irgendwie, die Bequemlichkeit ist ein Hund, wie man so schön sagt, auf Wienerisch. Und die Leute machen es natürlich nicht. Aber jetzt müssen sie es machen, weil entweder die Leute verhungern oder sie wirtschaften wieder nachhaltig, lokal, ohne Regierung, ohne Troika, ohne EU, ohne... Ja, die Leute tauschen die. Ja, und es funktioniert auch immer so herrlich. Ja. Und es funktioniert ja seit Jahrzehnten. In Italien hat man es so schön gesehen. Italien war seit Jahrzehnten im Prinzip das ärmste Land in Europa. Und wenn man sich je dort aufgehalten hat, hat man gesehen, es ist eines der reichsten Länder in Europa. Der Staat war zwar bankrott, aber die Leute schwimmen im Geld. Und sie schwimmen heute noch im Geld. Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Also, ja. Also, ich sehe die ganze Entwicklung extremst positiv. Und jetzt geht es endlich einmal ein bisschen geschwinder. Eben, sie haben es ein bisschen übertrieben mit ihrer Geschichte. Und sie haben ein bisschen zu wenig Latein gelesen, weil die alten Römer haben es ja schon gesagt. Einerseits das Teil und Herrsche, aber auf der anderen Seite auch die Panem et Circenses. Wenn man den Leuten nicht im Prinzip
eine gewisse minimale, wie soll ich sagen, einen minimalen Level an eben Brot und Spielen gibt, werden sie sich abwenden und was anderes suchen. Ja. Ja, ich denke, das ist jetzt auch ein sehr interessanter Prozess, dass viele Menschen Alternativen überlegen und alternative Handlungen. Ja. Überlegen müssen. Na gut, es gibt natürlich ganz viele, die natürlich im Prinzip trotzdem noch weitermachen und so tun, als ob alles okay wäre. Und meinen jetzt auch, wir müssen entweder mehr arbeiten oder mehr Steuern zahlen oder mehr Staat vielleicht jetzt einrichten und mehr Überwachung noch und vielleicht noch mehr Gesetze. Aber die wenigen sterben, glaube ich, auch schon relativ schnell aus. Naja, ich möchte, weil wir jetzt schon mitten in der Debatte sind, einfach hier ein bisschen andere Schattierung, ein bisschen andere Perspektive einbringen. Ich glaube, dass das Erste ist, dass es ja diesmal oder das erste Mal so etwas gibt wie einen Bewusstwerdungsprozess. Ne? Dass die Wirtschaft, die eigentlich bis jetzt immer die Versorgungsinstanz per se war, eigentlich die Instanz ist, die uns nicht nur nicht mehr versorgt, sondern uns eigentlich die Möglichkeit des guten Lebens großflächig raubt, um selbst noch wachsen, blühen und gedeihen zu können. Und um uns das, um ihr Wachsen, Blühen und Gedeihen zu bewerkstelligen, muss sie eben Ressourcen monopolisieren, muss sie eben verhindern, dass irgendein anderer Gebrauch davon gemacht wird, vor allem ein selbstbestimmter und aus der Eigenarbeit resultierender Gebrauch. Es ist eine Hoffnung und wenn man so will, ist es auch eine politische Strategie. Das heißt durchaus, dass alle diejenigen Titel, unter denen Politik bis jetzt angetreten ist, nämlich Wachstum, Wohlstand, Versorgung, werden schrittweise zurückgenommen und es kommen andere Titel daher, die heißen Sicherheit, Antiterrorismus, und die heißen Ordnung. Es gibt ja seit Jahren in Amerika, da haben wir das so schön. Ja. Alle 5 Jahre gibt es ein neues Passwort. Früher waren es vor 20 Jahren wie drüben in Amerika, hat es im Kassen, ja, wir müssen jetzt irgendwie die Rechte einschränken wegen der Kinderschänder. Dann waren es auf einmal die Drogendealer, die Bösen, also da muss man jetzt auch wieder die Rechte einschränken. Dann waren es eine Zeit lang die Terroristen. Ich weiß nicht, was jetzt da gerade dran ist, aber es ist alle 5 Jahre kommt ein neues Passwort, ja. Warum hat gewisse Rechte eingeschränkt werden. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass dieser, eigentlich sehen wir einen gewaltigen Umverteilungsprozess. Ein Freund von mir hat das die Produktion von negativem Mehrwert genannt. Das heißt, es wird also kein Mehrwert mehr in der Ökonomie produziert, sondern es wird quasi wie im Feudalismus mit Gewalt, mit Abhängigkeit und mit Zwang gearbeitet. Es gibt also auch den nach wie vor bestehenden Zwang, sich in der Arbeitswelt sozusagen nützlich zu machen und sich irgendwo anzudienen im Unternehmen, obwohl es keine Jobs mehr gibt. Die Leute werden also in dieser Panem-Zirzenser-Situation gehalten. Was aber nicht passiert oder nicht ausreichend passiert, ist eigentlich diese Entwicklung dieser alternativen ökonomischen Systeme. Das heißt, es ist sicherlich an vielen Punkten das Bedürfnis danach da, aber es sind wirklich konfligierende Interessen und wie du das gesagt hast, es gibt diesen Koloss, der quasi global organisiert ist und es gibt quasi noch immer diesen Eindruck, dass der Zug der Wirtschaft mit 180 Stundenkilometer in die falsche Richtung fährt und diesen Planeten sozusagen zugrunde plündert. Was ich hier das erste Mal sehe, ist, dass
zwei Dinge passieren. Das erste ist, dieses Common Abundance Netzwerk ist ja nicht eine der vielen Initiativen, die bis jetzt gestartet wurden, als zivilgesellschaftliche sozusagen Zusammenschlüsse, sondern es geht explizit darum, die UNO, das heißt also auch die Welt der Nationen und der Politik, herauszufordern, das Recht aller Menschen auf ihre eigenen Ressourcen material zu unterstützen. Also das heißt, das Common Abundance Netzwerk tritt politisch auf, so wie wir das mit dem Earth Day auch immer wieder begonnen haben, als das Recht der Menschen auf die Erde, auf das Recht der Menschen auf die planetaren Ressourcen und versucht, diesen unglaublich schwierigen Vermittlungsprozess zwischen den verschiedenen Gemeinschaften, die sich jeweils um eine Ressource kümmern, in Gang zu bringen. Also Commons, das ist weder Staatseigentum noch Privateigentum. Das ist das Revolutionäre. Bis jetzt gab es eigentlich politisch nur Staatseigentum und Privateigentum und jetzt tritt politisch etwas auf, das sagt nein. Es ist älter als alles andere, aber wir haben es radikal vergessen und wir haben es aus unserer Gesetzgebung und aus unserer kulturellen Praxis einfach eliminiert. Perverse Denken der letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder Jahrtausende im Prinzip aufoktroyiert haben. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem. Wie sagt man so schön? Ein geschändetes Kind oder eine vergewaltigte Frau oder in Amerika haben es gehabt, die Sklaven, die Schwarzen. Es hat wenig Sinn, mit den eigenen Peinigern im Prinzip Kontakt aufzunehmen. Man kann entweder flüchten, man kann es im Prinzip erschießen, man kann eine Revolution machen, aber im Prinzip zu erwarten von einem Unterdrücker, dass er jetzt auf einmal das, was er jetzt seit Jahrzehnten zum Beispiel jetzt ganz bewusst macht, jetzt plötzlich sagt, naja, die wissen ja, was sie tun. Das ist ja nicht im Prinzip, dass es zufällig passiert oder irrtümlich passiert. Das ist ja bewusst und absichtlich gemacht, damit ein paar Leute so unter Anführungszeichen besser leben. Die Pyramide im Prinzip, da oben ist die Spitze und unten, die müssen es tragen. Man muss zweigleisig vorgehen. Wenn man andere Wirtschaftsstrukturen aufbaut, dann verändert man die Pyramide. Das ist keine Pyramide mehr. Ja, ich glaube, ich kann nicht die an der Pyramide sozusagen. Rausgehen, ich muss mich verweigern, ich muss sagen, nein, ich muss nicht Ja oder Nein sagen, ich muss wie im Zen-Buddhismus muss sagen, ich muss die Frage zurückgehen und sagen, nein, weder das noch das ist das Richtige. Wir haben kein duales System, das sind die Guten oder das. Wir müssen raus aus dem Ganzen. Aber wohin? Wo ist dieses Raus? Das heißt, es ist jetzt gerade eben in Wien ein kleines, unbedeutendes Stück Land besetzt worden, um dieses Raus symbolisch zu demonstrieren. Was passiert? Es wird sofort geräumt. Also die Frage ist doch elementar. Moment, Hannes. Wenn ein kleines Stück da ist, wird es geräumt. Ich habe das erlebt, ich war vorher gesagt, durch Zufall in Oakland, wie gerade das Occupy Oakland passiert ist. Occupy Oakland, was haben Sie das mitgehört? Da war ein riesiger Auflauf, weltweit, was in den Nachrichten. Das war das, wie wenn man in Österreich, ich weiß nicht, eine Turnhalle irgendwo im Waldviertel, wo seit 20 Jahren kein Mensch mehr dort war, besetzt hätten. Die sind dort mit 1000 Polizisten aufgetaucht, Tränengas, Knüppeln und haben dort im Prinzip eine vergammelte Hütte, die im Prinzip besetzt wurde sozusagen von Occupy Oakland, mit einer radikalen Gewalt versucht zurückzuholen, was eigentlich gelungen ist sozusagen. Aber es war eben, entschuldige, genau das, was du bringst, dass diese Heiligkeit des Privateigentums, die also in den Vereinigten Staaten noch viel stärker ist. Es gibt hier alle möglichen Alternativen, auch in den USA. Also gerade wenn man viel Zeit in den USA verbringt
und die Augen offen hält. Es gibt alle möglichen Kooperativen. Im ländlichen Raum gibt es Elektrizitätskooperativen, die von den Konsumenten... Die haben das schöne Begriff dafür, I quit, ich kündige. Ja, das heißt, ich kündige meinen Stromanschluss und hole mir nicht aus der Luft, sondern von der Sonne. Und deshalb gibt es keinen Stromkosten mehr. Und die Elektrizitätskooperativen gibt es seit den 1930er Jahren. In Wien, in der Österreich, in Klosterneuburg, in Wien, St. Pölten, gibt es hunderte, tausend kleine Kraftwerke, die schwer als der Tisch sind. Kleine Turbine rein und geht schon. Wieso? Ja, weil das unglaublicher Eingriff in den Bauch ist. Das muss man mal bewerten ökologisch, bevor man so Sachen macht. In der Beziehung sind die Männer immer sehr großzügig. Sie stauen sich nicht einmal auf, sie lassen sie einfach durchlaufen und treiben dadurch, so wie es früher die... Das erwärmt das Wasser und verändert unglaublich die Biologie in dem Bauch. Also das muss man vorher anschauen. Man kann den nicht einfach in jeden Bauch, weil es nett ist, kleines Wasserwerk hineinhängen. Da bin ich total dagegen. Also so kann es nicht ausschauen. Worauf ich jetzt gerade hinaus will, ist, dass es rechtlich alle möglichen, viele Möglichkeiten gibt. Und viele Möglichkeiten, wo überhaupt niemand irgendwas dagegen haben wird. Ja? Es ist ja möglich, eine Genossenschaft zu bilden. Es ist ja möglich, eine Nahrungsmittelkoop zu bilden. Alles Mögliche ist möglich. Ja? Es ist aber, damit das so viel passiert, wie nötig ist, müssen die Menschen erstmal wissen, dass es diese Alternativen überhaupt gibt. Viele von wissen einfach zu wenig davon. Und sie müssen von anderen lernen können, wie baut man sowas auf. Denn wenn man das theoretisch erfährt, heißt es nicht, dass man das jetzt selber umsetzen kann. Das Netzwerk ist dann auch nötig, damit man nicht nur so theoretisch lernt, was man machen kann, sondern auch in Verbindung kommt mit Leuten, die das selber schon gemacht haben, damit man von denen lernen kann. Also ich denke, dass zum Beispiel gerade Wien da eine super Tradition hat. Wir haben in den 20er und 30er Jahren unglaublich interessante Genossenschaftsbewegung gehabt. Und ich würde mir mal genau anschauen, woran diese Genossenschaftsbewegungen eigentlich wieder eingegangen sind. Weil man neigt dazu, Fehler mehrmals zu machen. Und ich denke, wir könnten gerade aus der genauen Betrachtung, aus der historischen dieser Sachen, versuchen, den Fehler nicht nochmal zu machen. Ja, genau. Das halte ich zum Beispiel für ganz wichtig. So etwas würde ich dann eben auch gerne in diesem Commons Abundance Network da haben. Es gibt ja alle möglichen solchen Sachen, auch in England und sonst wo, wo genossenschaftliche Bewegungen eine Zeit lang sehr stark waren und dann wieder niedergegangen sind. Und das zu verstehen. Ja. Und dann natürlich auch die Fälle, wo es weitergelaufen ist. Ziereifeisen zum Beispiel. Und in England zum Beispiel. Eine Genossenschaft. Ja. Und man kann da dann auch analysieren, was die richtig machen und was sie nicht so gut machen. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, für alle diese Initiativen. Ich habe in Wien den ersten Naturkostladen gegründet. Ja. Also ich habe diese Verteilung der Lebensmittel, ich habe das schon vor über 30 Jahren, haben wir das schon einmal gespielt, das ist inzwischen runtergegangen, jetzt kommt es gerade wieder. Also es geht immer so in Wellen auf und nieder. Aber es wäre halt schön, wenn einmal ein bisschen mehr draus wird, als nur so eine kleine Welle. Wenn die Leute, die das jetzt machen,
in Verbindung treten mit denen, die es vor 30 Jahren gemacht haben oder in Verbindung mit anderen, die das woanders machen, ja, dann können sie voneinander lernen, statt die gleichen Fehler zu wiederholen. Nochmal erfinden. Ja.